So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video. Wie geht's euch? Als Schnack erstmal Like und Abo dalassen, ganz wichtig. Ich will euch was Neues vorstellen. Und zwar, wir gehen einmal rüber. Eine kleine Neuerung. PlayStation hat wieder einen Weg gefunden, wie wir Geld ausgeben. Beziehungsweise Rainbow Six hat einen Weg gefunden. Ihr wisst, ich bin Rainbow Six-Fan erster Stunde. Und die haben jetzt einen Battle Pass eingefügt. War eigentlich nur eine Frage der Zeit, wa? Das ist ein Battle Pass, kurz erklärt. Ihr zockt, kriegt dafür Belohnungen. Kriegt aber Scheißbelohnungen. Und die auch nicht jedes Level. Das heißt, desto mehr ihr spielt, desto mehr kriegt ihr. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch einen Battle Pass freizuschalten, beziehungsweise einen Premium Battle Pass freizuschalten. Und dann kriegt ihr jedes Level ab, kriegt ihr geile Sachen. Über Credits. Über Special Outfit, Boost, Character Designs, Alpha Packs, noch mehr Kohle, 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 Kohle. Wie Fortnite es hat, wie FIFA es hat. Alles, alles Mögliche. Ihr kennt diese Spiele. Gefühlt jedes Game mittlerweile im Battle Pass. Und bei Fortnite ist zum Beispiel so, du kannst dir, wenn du genug zockst, kannst du dir den nächsten Battle Pass wieder spielen. Und es sieht ganz so aus, als hätte auch Rainbow Six das. Ihr seht hier immer diese 120 Rainbow Six Münzen. Also du kannst ja wahrscheinlich, wenn du genug zockst, den Battle Pass, den nächsten wieder spielen. Ne? Eigentlich relativ geile Sache. Ich werde das jetzt einfach mal machen und einfach hoffen, dass wir in nächster Zeit ein bisschen mehr Rainbow Six Siege spielen. Ne? Wir aktivieren das jetzt einfach. Man hat auch die Möglichkeit, den hier zu kaufen. Dann hat man die Stufen schon alle freigeschaltet. Finde ich aber immer relativ langweilig. Ne? Muss ich ehrlich sagen. So, wir gönnen uns das jetzt mal. So, zack. So. Oh, jetzt müsste ich Runden spielen und dann schalte ich das halt frei. Kriege ich immer das, 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 das und so weiter. Das heißt, in nächster Zeit seht ihr mehr Rainbow. Ich finde sehr interessant, Alter. Das hat sich hier echt eine Menge geändert in Rainbow, wa? Richtig krass. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal hier den Trailer, oder? Hier, gönnen wir uns nochmal das Video. Bei der Einschätzung zukünftiger Bedrohungen gibt es das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen. Und es ist immer das, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen, das die größte Gefahr darstellt. Stellt euch vor, Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen zur bestmöglichen Zukunft. Wir beginnen mit dem Stadion. Wir nehmen das alte und hauchen neues Leben ein. Hab ich letztens noch gesagt, dass eine Stadion-Map richtig geil wäre. Sie kommen von überall auf der Welt, um sich ihren härtesten Widersachern im Kampf zu stellen. Gegen jeden und letztlich sich selbst. Oh ja. Also wird Rainbow Six jetzt ein Sportsimulator? Treffen wir uns, damit jeder Einzelne stärker wird. Willkommen beim Programm. Schon geil, oder? Ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, in nächster Zeit seht ihr dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Rainbow. Es scheint Herausforderungen zu geben. Okay, und man muss die Herausforderung abschließen, um zu steigen, ja, wie in jedem anderen Spiel halt auch. Match-Sieg gibt 120 Punkte, Rundensieg 60 Punkte, Match-Niederlage 100 Punkte, mit Rang ohne Rang, okay, gut.
VIP-Bonus. Den habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Okay. Wie gesagt, war nur eine klitzekleine Info. Oh, das läuft noch 2 Tage. Das sollten wir nachher auf jeden Fall mal anhalten. Wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Haut raus und ciao, ciao.